Warte, ich habe, wie ich ja schon gesagt hatte, in meinem letzten Video nochmal Puder auf dieses Lace gemacht und ich habe dafür dieses Got2B-Spray benutzt, Sprühkleber, und das ist wirklich ein Sprühkleber. Und dieses von Benai, das ist einfach ein Puder, Siena heißt der. Translucent Face Puder, das habe ich mit so einem Pinsel drauf gemacht, weil vorne ist das ganze Bleach nicht richtig reingekommen. Also ich habe schon, es war schon gut gebleached, aber nicht so gut, dass man es nicht, also das, es war einfach nicht perfekt gebleached, okay? Deswegen habe ich erstmal drauf gesprayt, das Ganze aber nicht trocknen lassen, sondern bin dann, also von diesem Got2B, dann bin dann gleich mit dem Puder reingegangen. Es ist echt messy geworden, aber ihr seht das. Ich habe das ganze Puder überall verteilt. Was nachher sein wird, ist, dass dieses Puder natürlich durch dieses Netz geht und an den Haaren dran ist. Das wird man nachher auch sehen können. Das werdet ihr auch sehen, wenn ich anfange, die Perücke aufzukleben. Aber es war auch sehr hilfreich, muss ich sagen. Also diesen Schritt habe ich jetzt auch wirklich nur gemacht, weil dieses Bleachen leider nicht so gut geworden ist. Ich habe ja auch Fail dahin geschrieben gehabt. Da habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Deswegen musste ich da nochmal mit so einem Puder nachgehen. Und ich habe mal in einem Video gesehen, dass das ganz gut ist, wenn man noch dieses Spray drauf macht, weil dann dieses Puder halt richtig haftet. Und ich habe das halt überall raufgesprayt, immer wieder. Und dann dieses Puder verteilt, wie ihr sehen könnt. Überall die Stellen, die einfach zu hell waren oder so. Danach bin ich mit diesem, wie nennt man das, Blow Dryer nochmal rübergegangen und habe das Ganze so gesehen wie versiegelt. Dieses Puder versiegelt mit dem Spray-Zeugs da, und so sah das dann aus. Und ihr seht auch, es ist so ein bisschen ashy vorne, weil dieses Puder ist halt durchgekommen. Man sieht das halt da vorne, und ja, so sah das dann aus. Vorne sieht man leider auch nicht mal so viel von dem Puder, aber nachher werdet ihr sehen. Ich bin, glaube ich, auch noch mal drüber gegangen, weil vorne war nicht genug, wo ich vorne auch richtig viel raufgesprayt habe. Also ihr müsst immer wieder prüfen, dann wieder ranmachen die Perücke auf den Kopf und dann immer wieder prüfen. Das hat echt 20, nicht 20, 30 Minuten locker gedauert und dann war ich fertig. Genau. So, jetzt seht ihr mich hier mit dieser Cap. Hello, was geht ab? Es war so eine helle Cap und ich habe diese Foundation benutzt von NYX, um das Ganze so ein bisschen dunkler zu machen. Die war einfach viel zu hell. Ich hatte die aufgesetzt und die Perücke drauf gemacht und es ging gar nicht. Es war viel zu hell. Deswegen habe ich mich entschieden, halt diese Foundation drauf zu machen. Das ist meine normale Foundation, die ich auch so drauf mache. Und hier seht ihr mich. Ich mache jetzt gleich die Perücke auf. Also ich setze gleich die Perücke auf. So. Zack, zack, zack. Genau. Und ich habe da jetzt halt einfach geguckt, wie das Ganze aussieht mit der Cap. Und dann habe ich festgestellt, das werdet ihr jetzt auch gleich sehen, dass man leider, seht ihr das aber auch vorne, dieses Ashy, das war halt das Puder, was durchgekommen ist durch das Lace. Und ja, ich habe die Haare schön durchgekämmt und wollte das gleich fertig machen. Und dann habe ich halt gesehen, dass man dieses Cap noch sehen kann, obwohl ich halt Puder auf diesem Lace habe. Und ich habe auch Foundation auf der Cap drauf, aber man konnte das halt immer noch sehen. Deswegen habe ich mich entschieden, seht ihr das? Man kann es noch sehen. Das war no bueno mit mir. No, 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 no. Nein, nicht gut. Girl, nicht gut. Weg damit. Deswegen habe ich das Ganze abgezogen. Erst dachte ich, ich schiebe es nach hinten, aber dann habe ich mich entschieden, egal drauf. Gepiept, ich mache es weg. Weil ich meistens auch, eigentlich, wenn ich meine Perücken trage, trage ich nie so ein Cap drunter. Also so gut wie nie. Und das war auch eine bessere Entscheidung. Es war die beste Entscheidung. Guck mal, wie viel besser das aussieht. Man sieht nichts durch. Alles cool, alles gut. Genau. Und da setze ich gerade halt die Perücke so auf und gucke seitlich alles, dass das passt. Ich muss sagen, das Cap war leider auch ein bisschen zu klein. Hier mache ich so ein paar Einschnitte, wie ihr sehen könnt, weil ich das Ganze schrittweise ankleben wollte und werde. Und da gucke ich gerade mit den Ohren, dass das alles sitzt, dass meine Haare eigentlich bedeckt sind. Aber ich habe so eine. Meine Haare seitlich wachsen immer voll schnell zurück. Ihr werdet gleich sehen, was ich dann gemacht habe. Like. Aber erstmal habe ich das Lace auf einer Seite abgeschnitten, weil, wie gesagt, ich habe so in Sections gearbeitet. Und seht ihr, wie ich die Schere führe? Ich schneide nicht gerade durch, sondern ich mache so zickzack, 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 immer hin und her. Weil eine Hairline ist nie so gerade. Wenn ihr das gerade schneidet, dann wird es richtig fakey-makey aussehen. Beachtet das bitte. Nicht gerade einfach abschneiden, sondern im Zickzack. Zack, zack, zack. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Sieht zwar dann scheiße aus an der Lace, aber es ist das Richtige. Und da habe ich euch gerade gezeigt, oder ich habe gemerkt, diese Haare da.
Ich war weiß, weil ich schon mal gemacht habe, wenn ich mit diesem Spray über diese Haare gehe, die Stelle liftet immer, geht immer wieder hoch. Das Lace klebt da nicht. Deswegen habe ich mich entschieden, das Ganze abzurasieren, wie ihr gerade seht. Ja, ich weiß, ich bin crazy, aber es ist nicht das erste Mal, dass ich das abrasiert habe. Ich weiß, die Haare wachsen zurück und selbst wenn sie nicht zurückwachsen würden, ist mir nicht so wichtig, sagen wir es mal so. Deswegen habe ich sie direkt abrasiert. Wenn ihr das machen solltet, müsst ihr vorsichtig sein. Diese Klinge ist super, super, super scharf. Deswegen, aber ich habe mich entschieden, das zu machen, weil I don't give a. Also es ist mir nicht so wichtig, dass die Seiten da sind. Und ich weiß aber bei mir selber, dass die Seiten immer schnell wieder zurückwachsen. Und ich wollte nicht, dass die Wig liftet, okay? Dass dieses Lace hochgeht. Weil wenn meine Haare drunter sind, dann klebt das halt einfach nicht richtig. Deswegen habe ich das gemacht. Und hier seht ihr mir, ich schneide das letzte kleine Stückchen ab und werde gleich anfangen, das Ganze festzumachen. Ich überprüfe nochmal, gucke auch, dass das eine kleine Stück vorne ist und dann hinters Ohr, der Rest hinters Ohr. Versteht ihr? Ihr seht es ja, was ich da gerade mache. Da gucke ich, achte drauf und ich zeige euch das nochmal da. So, da habe ich gesehen, passt alles, alles cool, alles gut. Und ich fange an mit meinem Got2b-Sprühkleber. Sprühe einmal und verteile das Ganze mit den Fingern. Es ist wirklich so ein bisschen messy, diese ganze Arbeit. Nachher müsst ihr richtig gründlich eure Hände waschen. Aber ich mache einmal, das sprühe ich überall rauf, verteile das. Es ist noch nicht mal so wichtig, dass wenn es so drüber läuft, ist nicht so schlimm. Man kann es nachher richtig easy peasy mit Wasser abkriegen. Jetzt seht ihr mich, ich teste da, dass das auch schön klebrig ist. Und dann gehe ich noch ein zweites Mal drüber mit dem Sprühkleber und nehme Blowdryer, mein Blowdryer. Und der ist, was viele YouTuber sagen, man sollte es auf Cold machen, also wenn die kalte Luft rauskommt. Aber ich finde es viel, viel besser, wenn man heiße Luft verwendet. Dann der Kleber wird schneller sticky, so klebriger. Genau, und der wird schneller klebriger. Deswegen würde ich euch empfehlen, den Blowdryer trotzdem auf eine wärmere Hitze zu machen und genau, ich blowdrye das Ganze. So, das dauert schon ein bisschen und dann fange ich hier an, seht ihr, mit diesem Kamm. Ihr könnt auch einen anderen Kamm verwenden, aber ich kann euch nur empfehlen, dieser Metallspitze zu verwenden, weil ihr wollt nicht, dass die vorderen Haare auch an der Lace kleben und alles. Deswegen benutze ich das da und ich kann besser das so runterdrücken und gleichzeitig blowdryen. Jetzt seht ihr das, wie ich das Ganze so runterdrücke und vorsichtig. Also ich versuche wirklich nicht so Haare mitzunehmen, während ich das mache. Drücke ich das so ein bisschen runter und jetzt werdet ihr sehen, nutze ich dann nochmal meinen Blowdryer, um das Ganze zu festigen. Und wie gesagt, wenn ihr die Hitze benutzt, das Ganze wird richtig schnell fest. Genau, das tue ich jetzt hier gerade. Immer wieder reindrücken, mit dem Kamm reindrücken. Guck mal, was für ein schöner Übergang. Man sieht gar nicht, wo. Ja, man sieht einfach gar nichts. Was rede ich? Man sieht nichts. Seht ihr das? Seht ihr das? Mit den Haaren und so? Man sieht nicht den Unterschied zwischen meiner Kopfhaut oder meiner Nicht-Kopfhaut und diesem Lace. Like, da war ich selber wow von mir. Genau, ich benutze auch den Kamm und gehe dann halt nochmal drüber, über jede Stelle. Und da habe ich auch gemerkt für mich, es ist egal, wenn der Kleber auf eurem Gesicht dann ist und so, man kann das später alles wegwischen. Wichtiger ist wirklich, dass alles klebt. Es muss wirklich alles kleben, es darf nichts liften, weil sonst sieht man, dass ihr eine Perücke drauf habt. So. Und deswegen ist es sehr wichtig. Genau, ich gehe dann halt mit so einem Make-up-Wipe, war das, so ein Make-up-Tüchlein, gehe ich drüber und wische halt die Stellen sauber, wo es halt drüber gegangen ist und guck auch, dass die Haare nicht drin festkleben, weil ich nachher noch diese Baby-Hairs halt machen möchte. Und an der Stelle habe ich gesehen, da war es schon trocken, da musste ich halt nochmal drüber gehen. Geht einfach immer wieder drüber an den Stellen, wo das Lace liftet, aber versucht nicht die Haare mit reinzukleben. Das ist ein bisschen schwierig, aber es ist machbar. Und am besten immer mit einem Kamm. Wenn ihr eure Hände benutzt, um das so runterzudrücken, ist das nicht so gut, weil ihr die Haare mit in das Lace drückt und festdrückt. Kann ich nicht empfehlen, macht das nicht. Ist mir auch schon passiert, versucht wirklich mit so einem Kamm. Diese Kämme kosten bei DM 1 Euro, 2 Euro, also ist wirklich keine große Sache. Und ihr seht das, ich gehe immer wieder drüber, aber what lace? Seht ihr das? What lace? Was für ein Lace? Was erzählst du? Was für ein Lace? Was redest du?
So, hier seht ihr, die erste Seite habe ich festgemacht. Auf der anderen Seite mache ich genau dasselbe. Ich schneide im Zickzack. Ihr seht das. Ich schneide im Zick, 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 Zack, Zick, Zack, Zick, Zack. Mäßig das Lace ab. Ihr seht das. Ihr seht es. Und bitte beachtet das, dass ihr das nicht geradezu runterschneidet, sondern in so einem Zickzack. Und auch überprüft. Und ich habe erst die Seiten gemacht. Und das kann ich euch auch nur empfehlen, erst die Seiten festzumachen. Nachher vorne ist dann easy peasy. Und da schneide ich wieder die seitlichen Härchen ab, damit das nicht dann festklebt. Und ich gehe immer wieder drüber und überprüfe, ob das alles dann richtig liegt, ob das richtig gut liegt, bevor ich anfange, das Ganze zu kleben. Und dann da schneide ich gerade dieses hintere Teil ab vom Ohr, damit mein Ohr durchkommt. Weil das Lace meistens liegt über dem Ohr, man muss sich das auch zuschneiden. Genau, und dann mache ich dasselbe wie davor. Genießt die Show. Genau, jetzt bin ich fertig und muss nur noch vorne kleben. Und das war wirklich sehr, sehr einfach. Einfach das Spray wieder drauf gemacht, eine Schicht. Das Ganze verteilt. Seht ihr das? Da habe ich so geguckt, ob das wirklich drauf ist, ob ich richtig gesprayt habe. Und up, da ist mal wieder hochgegangen und dann habe ich es festgemacht. Festgedrückt. Und seht ihr mit dem Kamm, das vermeidet, dass die Haare festgedrückt werden. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich versuche wirklich so einen Kamm zu verwenden, für wenn ihr so die Haare kleben wollt. Generell, auch wenn ihr einen Kleber, einen richtigen Kleber benutzt. Nicht nur jetzt beim Gatubi. Selbst mit einem richtigen Kleber versucht wirklich das mit so einem Kämmchen zu machen. Und ja. Hier habe ich auch das Ganze runtergemacht, weil ich sehen konnte, wohin, noch bevor ich das Lace abgeschnitten habe. Seht ihr auch, dass ich diesmal anders gemacht habe. Aber ihr werdet sehen, wie easy das ist. Es ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Es nimmt zwar Zeit in Anspruch, aber ja. Nachdem ich das gemacht habe, seht ihr Zickzack, Zickzack. Ich schneide das Ganze in einem Zickzack. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das sagen soll, aber es ist super, super, super wichtig, wenn ihr wollt, dass eure Lace nicht so fakey-makey aussieht. Müsst ihr in so einem Zickzack alles abschneiden. Seht ihr das? Und die Seiten sind nicht ganz geklebt, aber ich war so glücklich und musste Zunge raushängen lassen. Da habe ich halt noch mal geguckt und gesehen, vorne ist es noch nicht richtig fest. Seht ihr so halt diese Ecken oder das Ende ist noch nicht richtig fest. Das Zeug läuft mir schon übers Gesicht. Aber da war mir, da habe ich auch mehr oder weniger festgestellt gehabt, es ist eigentlich auch egal wirklich. Hauptsache alles klebt. Auch wenn das Zeug bis in euer Gesicht so runterläuft und so, das kann man alles noch wegwischen. Es ist halt einfach wichtig, dass die Edges, also wirklich alles, alles, alles klebt. Wie oft denn noch? Es muss alles kleben. Safe. Genau, dann gehe ich jetzt nochmal mit meinem Kamm drüber, drücke das Ganze fest und blowdrye das Ganze. Genau, mache ich das Ganze fest. Seht ihr das? Wie langsam? Oh, komm, es kommt alles so gut zusammen. Es kommt alles so gut zusammen. Genau, das mache ich da jetzt. Runterdrücken, immer wieder mit der Hitze drauf, runterdrücken, runterdrücken. Aufpassen, dass ich nicht die Babyhairs oder so mit runterdrücke. Und immer wieder mit dem Spray bin ich nachgegangen. Seht ihr das, wie heftig das geworden ist? Genau, gehe ich mit dem Spray drauf und dann drücke ich das Ganze auch noch runter. Das ist eigentlich wirklich super einfach. So, hier seht ihr mich, wie ich das Ganze sauber mache. Der Kleber, der drüber gegangen ist mit so einem Make-up-Wipe. Also wirklich nichts Großartiges. Und schaut mal, wie schön das geworden ist. Richtig so, Period. Was los? Wo ist da Lace? Zeigt mir das Lace. Und da vorne, ihr seht es, dass es da so hell ist, weil das Puder vorhin durchgekommen ist. Ich teile da die Haare, um euch das Ganze nochmal zu zeigen. Ansonsten, Leute, war es das mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Vergesst nicht, mir Kommentare da zu lassen und natürlich meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos. Ansonsten sehen wir uns einfach in meinem nächsten. Peace, Leute. Peace. Period.